Willkommen zu einem Short Review, Review Spezial. Der Blick in meine Transformers G1 Collection geht weiter. Die Reise in meine Kindheit. Ich blende hier jetzt nochmal einfach ein paar Bilder vom letzten Mal ein. Ich habe eine ganze Menge Kartons voll mit Figuren, mit denen ich gespielt habe aus meiner Kindheit und die ich seit 15 Jahren gut nicht mehr angeguckt habe. Und mit euch zusammen werfe ich jetzt einen Blick in diese Kartons und stelle die Figuren ganz kurz vor. Ausführliche Betrachtung der Figuren werden natürlich auch folgen. Irgendwann einmal. Also das ist natürlich jetzt nichts, was am nächsten Tag kommt. So, ich habe eine große Kiste als allererstes geöffnet im ersten Teil. Der Link wird hier auch gleich eingeblendet. Diese Kiste habe ich noch nicht einmal geschafft, völlig auszupacken. Also ich zeige einmal kurz hier. Das ist noch eine, das ist die erste Kiste, die ich erst auspacke von den ganzen. Und da, die ist noch voll. Da fange ich gleich mit an. Ich greife einfach rein und zeige eine der Figuren und stelle sie dann hier auf den Tisch. Der wird danach voll sein. Ich muss aber nochmal eine Korrektur loswerden, denn ich habe beim letzten Mal über die Serien gesprochen, ganz kurz, und ein paar Daten genannt. Die waren natürlich völlig falsch. Deswegen mal kurz ein Überblick über die Transformers-Serien. Wann sie gelaufen sind. Und zwar Transformers G1 ist von 84 bis 87 gelaufen. Die G2-Reihe hatte jetzt wirklich keinen eigenen Cartoon. Es gab zwar ein bisschen modernisierte Versionen der klassischen G1-Folgen, die einen Computer-Opener hatten und so ein paar neue Einblendungen, so Nahaufnahmen, so ein bisschen, als ob ein Computer was einblendet. Also das waren aber sonst die identischen Folgen. Kann sein, dass sie in Deutsch dafür zweimal oder neu synchronisiert wurden. Wir haben einige gezeigt bekommen. In Amerika ist diese Version nie gelaufen. Ich kann auch nicht sagen, ob diese überhaupt hier bei uns auf DVD oder Blu-ray erschienen ist. Bei uns ist Transformers in Deutsch nicht komplett gezeigt worden. Die G1-Serie ist ja lückenhaft geblieben. Nicht alle Folgen sind synchronisiert worden und auch nicht veröffentlicht. Aber das ist Thema für was anderes. So, die G2-Reihe war von 93 bis 95. Es war eine reine Toyline. Die ist exklusiv in Europa gewesen, nicht in Amerika. In Amerika ist etwa so ab 87, als das ja zu Ende gelaufen ist, die Original G1-Serie mit dem Kinofilm, dem damaligen Transformers the Movie, ist es eingeschlafen. Für Hasbro, es war damals auch eine andere Welt, war die Zeit um und ja, Figuren, das lief aus, Verkäufe blieben natürlich aus, weil die Serien eine Zeit lang dann auch nicht wiederholt wurden. Erst mit Wiederholung wurden natürlich auch wieder Nachfragen gestellt und es gab immer mal, ja, sicherlich Interesse, aber in Amerika ruhte es. Es ruhte viele Jahre. In Japan ging es weiter. Da gab es auch weitere Transformers-Serien und es schlief dort nie ein. Aber das ist ein anderes Thema. Erst 1996 mit Beast Wars ging es überhaupt weiter. Beast Wars und auch hatte drei Staffeln und dann kam Beast Machines mit einer Staffel. Die haben versucht, dort Transformers mal wieder zu reaktivieren mit einem neuen Konzept. Dinosaurier, ich habe sogar einen, ich fange an, auch einen gleich zu zeigen. Hier habe ich ihn. Na, der Schwanz ist jetzt woanders, aber das ist Dinobot. So hieß er, ein Beast Wars. Der Schwanz war die Waffe, den habe ich woanders hingepackt. Ich habe die Waffen meiner Figuren zum größten Teil in einen anderen Karton gepackt. Ich kombiniere die hier nicht. Das sind vielleicht andere Videos, wo ich dann auch nochmal einzeln was zeige. Ich habe eine riesen Box mit den Waffen. Weil ich wollte natürlich nicht, dass sie kaputt gehen oder verloren gehen, deswegen habe ich sie separiert. Und ja, also wie gesagt, diese Beast Wars Figuren sind um 96 herausgekommen. Das ist auch eine der ersten Wave. Richtig geil gemacht, so mit dem Mund auf. Und die sind nicht schlecht. War nicht meine Serie und ich habe mich deswegen auch von vielen Beast Wars wieder getrennt. Ein paar habe ich noch. Ich habe auch hier drin, sehe ich gerade noch was. Oh, ich sehe, der Schwanz ist da drin. Cool, der wird hier hinten reingesteckt und der hat jetzt hier, na, kann man aufklappen. So, da war dann seine Waffe. Ja, so ein Schwert, so ein Schwert. Das sieht irgendwie pervers aus, aber egal. Also so, jetzt zeige ich nochmal komplett den Raptor. Muss natürlich ein Raptor sein, Dinobot.
So, wo war ich? Also, Beast Wars lief dann auch in Amerika. Es war eine CG-Serie. Man muss aber dazu sagen, am Anfang war sie nicht so beliebt bei den Fans, auch den amerikanischen nicht. Mittlerweile hat die einen sehr hohen Stand bekommen in Amerika auch. Und die sind sehr beliebt. Also es ist Wahnsinn. Es werden auch deswegen einige Beast Wars Figuren auch in der neuen Animationsserie von Netflix, wo jetzt Kingdom kommt, gibt es auch Beast Wars Figuren. Auch diese Figur hier, Dinobot, ist neu aufgelegt worden. In verbesserter Form, weil die Technik und die Art und Weise, wie Transformers hergestellt werden, hat sich natürlich über die Jahre verfeinert. So, und da fing es an, dass eben halt Actionfiguren zu Transformers wieder kamen. Aber es waren keine G1-Figuren. Das muss man mal dazu sagen. Diese Serien liefen sozusagen, also Beast Wars lief von 96 bis 99, von 99 bis 2000. Ein Jahr, eine Staffel, 24, 22 Folgen, die Beast Machines, das war sozusagen die Fortführung, wo die Beast Wars oder die Maximals, wie die Autobots hießen, und die Predacons, das waren die Decepticons, wieder zurück nach Cybertron kehrten. Also, vielleicht soll ich mal kurz erklären. Also, die Autobots haben ja Cybertron verlassen, laut der G1-Serien-History. Und die sind dann auch mit einem Raumschiff auf der Erde abgestürzt. Jahrzehnte, ja, man kann sagen, einige Jahrzehnte vor, oder vielleicht auch zeitgleich, also mit der Arche, der berühmten, wo Optimus Prime drin ist, weil die Beast Wars Figuren sozusagen, oder die Charaktere finden auch die Arche mit Optimus Prime und Megatron an Bord. Aber im Gegensatz zu den Autobots, den richtigen G1 wie Optimus Prime, die ja 4 Millionen Jahre sozusagen schliefen und erst in der aktuellen Zeit, in den 80ern sozusagen, wieder erwachten, sind die aktiv gewesen und hatten sich in Beast Wars, also in Beasts verwandeln können und haben sozusagen die Vorgeschichte erlebt. Später in Beast Machine sind sie nach Cybertron zurückgekehrt und haben sozusagen ein Cyber-Upgrade gekriegt und sind dann mehr Maschinen wieder geworden. Das lief bis 2000, aber außer dieser Serie gab es so gut wie keine G1-Figuren. Die berühmten Figuren waren noch in Amerika eingeschlafen. Wie gesagt, diese Sachen liefen nicht so berauschend. Und ja, es war eigentlich noch nicht so, dass es wieder zurückkehrte. Man hat Transformers immer noch ein bisschen für tot in Amerika erklärt, in Anführungsstrichen. Muss man leider auch zugeben. So, in Japan lief die Serie weiter. Nach G1 kamen Serien wie Transformers Headmaster, Victory und Master Force. Animationsserien, die wirklich richtig cool im gleichen Style wie eben halt die G1 waren und mit neuen Figuren. Und viele dieser Figuren haben wir auch nach Europa bekommen. Allgemein ohne natürlich Erklärung, ohne ein Cartoon sozusagen. Aber es gab eben halt diese Serien. Und Japan hat weitergemacht, hat auch bei Beast Wars gibt es noch zwei Fortsetzungsanimationsserien. Ich habe die leider auch noch nicht gesehen. Sind auch ein bisschen schwer zu bekommen, weil es keine europäische Veröffentlichung gibt. In Amerika, glaube ich, ist mittlerweile die Beast Wars 2 Serie und Beast Wars Neo erschienen. Aber ich habe sie noch nicht in den Händen gehalten. So, in Japan ging es, wie gesagt, weiter. Da gab es dann die Serie Robots in Disguise. Der gleiche Titel ist jetzt aktuell nochmal verwendet worden in Bezug auf der der Cybertron-Serie Cyberverse-Serie, wo Bumblebee hauptsächlich die Hauptrolle spielt, gab es ja auch so eine leichte Animations-Cartoon-Serie und die hieß auch Robots in Disguise. Hat aber nichts damit zu tun. Das ist eine japanische Serie, die ist auch in, bin mir da gar nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, ich habe eine UK-DVD-Box und da könnte englische Tonspur drauf sein. Bin aber mir gar nicht mehr so sicher. Ich muss sie wieder hervorkramen. Aber die lief so um 2000, 2001. Danach, 2003 bis 2005, kam die Transformers Armada Energon bzw. Superlink, wie sie auch hieß, und Cybertron-Serie. Das waren reine CG- Serie mit CG-Charakteren, die haben sozusagen die Transformers klassische Geschichte neu erzählt mit neuen Figuren, gleiche Namen,
ein bisschen anders, weil sie hatten auch dieses Micromaster-Konzept so ein bisschen übernommen. Headmaster gab es jetzt nicht, aber sie konnten sich anders verwandeln. Deswegen auch das Wort einmal Superlink. Sie hatten eine andere Art der Connection. Und es gab dann auch die so Minions, so kleine Figuren, die auch zusätzlich sich in, also im Sinne Micromaster, die aber eine andere Rolle spielten, die sozusagen eine Verstärkung des normalen Autobots war. Ein tolles Konzept, komm ich bestimmt auch später nochmal irgendwann zu, aber das nur so am Rande. Diese Serien liefen auch in den USA, gab auch neue Figuren, aber es war nicht das Transformers-Feeling, es war noch nicht wieder diese Welle ausgebrochen, obwohl die Fanszene natürlich groß war. Denn die großen Conventions von Transformers, wo ich gerne mal gewesen wäre, diese Botcons zum Beispiel, die sind Wahnsinn. Also da dreht ein europäischer Fan fast durch, weil das nur Transformers ist. In, man muss sich vorstellen, eine Messehalle hier in Deutschland voll nur mit Transformers-Fans, Ständen und Figuren und Panels, wo die ganzen Sprecher wie Frank Welker, der Megatron gesprochen hat, oder Peter Coolen, Optimus Primes englische Stimme, die legendär sind, die man da traf, oder auch Vince DiCola, der Komponist des Original-Kinofilms von Transformers The Movie, die ja immer gerne da eingeladen werden. Und jedenfalls, das ist, wäre ich einmal gewesen, hätte mir das gerne angeguckt. Aber das, die Szene in Amerika blieb noch ruhig. So, und deswegen kann man sagen, zwischen 88 und 96 war so gut wie Transformers tot. Das heißt, das sind so gut 8 Jahre. Aber richtig in Schwung gekommen wieder ist es erst 2001. Da hat der Comicverlag Dreamwave die Rechte an Transformers bekommen. Marvel hatte sie zuvor, hat aber kein Interesse mehr, und die haben angefangen, mit den G1-Figuren neue Geschichten, modern, auch ein bisschen erwachsener zu erzählen, und die schlugen ein wie eine Bombe. Und damit fing diese Transformers-Welle wieder an. Und ja, das war, heißt also kurz gesagt, zwischen 12 und 14 Jahren gab es in Amerika keine Transformers-Figuren. Was für eine interessante Geschichte. Aber gut, das war jetzt viel zu lang schon. Ich möchte hier weitermachen und Figuren zeigen. So, den lege ich zur Seite, den brauche ich nicht mehr. Das war der Notizzettel mit den Daten, und wir blättern hier gleich in meiner Sammlungskiste. So, und hier habe ich einen Beast Wars. Einen Predanadon, sozusagen ein Swoop. Auch nicht schlecht. So, ich habe mehrere Beast Wars, wie ich hier sehe, die nehme ich alle gleich raus. Wow, da sind noch welche. Hier habe ich Rhinox. Ein paar Namen habe ich noch drauf. Ein Rhinoceros, auch nicht schlecht. So, da habe ich Wolffang. Ein Wolf. Sieht auch echt cool aus. Obwohl, wie gesagt, Beast Wars ist nicht ganz meine Linie. Es kann sein, dass ich diese Figuren auch nicht in meiner Sammlung behalte. Obwohl, den werde ich behalten auf jeden Fall, weil mit Dinobot verbinde ich schon ein bisschen mehr. Aber ich weiß es nicht, ich bin nie warm geworden mit Beast Wars. Obwohl es geile Figuren gibt. Ich zeige jetzt gleich zwei wirklich geile. Fangen wir an mit dem. Das klüttert aber. Hier. Optimus Primal, der als Gorilla sich verwandelt. Ich habe auch noch die Box. Die Box hatte ich euch gezeigt. Der ist natürlich jetzt nicht wirklich verwandelt. Das könnte man mal versuchen. Ich gucke gerade. Die Fäuste ein bisschen drehen. So, dass die Fäuste, dass der so ein bisschen nach vorne, ein bisschen einknicken, die Beine, so, und dann haben wir den Gorilla. Boah, das sieht doch geil aus. Ups, er konnte sich, hat so eine Feature, geil, das funktioniert sogar noch. Und, ja, auch interessant, das Witzige, hier seht ihr, sind seine Schwerter. Die sind so reingesteckt hier unter. Das ist auch eine geniale Idee. Also man muss dazu sagen, jede Transformers-Serie hat auch Ideen gebracht. Selbst die Movies haben interessante Ideen weitergeführt, die ja, übernommen wurden. Ne? Zum Beispiel auch, dass die Waffen sich, also dass sie gar keine Waffen so wie als separate Waffe tragen, so wie ein Mensch eben halt ein Maschinengewehr, eine Pistole tragen muss, sondern dass sie sich aus den Armen Waffen verwandeln und oder Waffen entnehmen. Und hier haben sie es ja auch gemacht, mitten in die Verwandlung eingebaut. Das kann man mal gucken. Wow,
das ist doch was. Und dann kann man die abschießen. Wahnsinn, die sind auch noch drin. Ich glaube, ich muss sie auch, werde sie auch rausnehmen. Und hier kann man sehen, die Schwerter. Ja, Staub. Und da kann man sehen, die Schwerter, die hängen da runter. Einfach nur geil. Optimus Primal, der Gorilla. So, und jetzt kommen wir mit der nächsten geilen Figur. Und das zeigt, dass wirklich manche Figuren mega sind. Der T-Rex. Ist der nicht geil? Das ist der originale. Ach, hier kann man den Mund. Da gibt es hier einen Knopf. Nee, man muss hier oben halten und dann kann man den Mund aufmachen. Fast so. Also staubig, ja, ich weiß, staubig ist doof. Aber der T-Rex, das ist Megatron. Der ist auch neu aufgelegt worden, jetzt für die Transformers Kingdom Serie von der Netflix-Serie. Ist natürlich moderner, aber es geht doch nichts über das Original. Also Wahnsinn. Hier hinten kann man die Klauen, die Rückendinger ausklappen. Das habe ich nicht gemacht vorher. Ich lasse sie lieber eingeklappt, das ist viel zu schwer. So. Aber wie gesagt, er sieht absolut genial aus. Also Wahnsinn. Also das sind auf jeden Fall Beast Wars. Die bleiben in meiner Sammlung, die großen. Bei den kleinen, ach, ich weiß es noch nicht. So, und hier habe ich auch nochmal was ganz anderes. Das ist auch einer, ein Mini Optimus Prime aus der... Das müsste Armada oder so gewesen sein. Mal sehen. Hier kann man auch sehen, das ist ein bisschen seltsam. Die Brust ist zweimal sozusagen drin. Einmal ist da ein Cockpit und einmal da, weil Prime hat ja natürlich immer das Cockpit. So, und dann kann man ihn verwandeln. Wie gesagt, ich habe den mal vom Flohmarkt gefunden. Ne, wie kann man ihn, wie wird der verwandelt? Ach, das klappt sich hoch, genau. So, gut. Raus, hier das Cockpit um. Na. Ich muss gucken. Das ist sogar noch in doppelt Bewegung. So, jetzt habe ich es gleich. Lange hat es gedauert. Für eine Minifigur für damals echt nicht schlecht. Wahnsinn. Das fand ich auch nicht schlecht. Das war aber auch, wie gesagt, eine Flohmarktfigur. Aber man merkt schon, sie verändern sich so ein bisschen. So, weiter geht es. Was habe ich denn Schönes? Hier habe ich noch ein Aerobot. Habe ich den zweimal? Aerobot? Habe ich ihn zweimal gehabt? Habe ich ihn einmal? Bin ich gerade am Überlegen. Ich mache kurz einen Break und guck mal nach. So, zurück. Das war der, den ich eben hatte. Ja, und ich habe ihn doch zweimal. Interessant ist, wenn ich mir so vergleiche, natürlich ist der ein bisschen bespielter und abgenutzter. Die Autobot-Logos gehören natürlich nach oben drauf. Hier habe ich sie oben gar nicht, hier sind sie unten. Ja, gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß, dass ich mal was hatte, dass welche kaputt gegangen sind. Man hat ja gespielt mit den... Ne, der ist heil. Oh komm, jetzt verwandeln wir ihn mal. Also ich war damals hin und weg, als diese Aerobots in der Episode, in der G1-Episode kam, wo sich die Autobots sozusagen Flugzeuge gebaut haben. Sie waren ja sonst immer sehr auf den Boden bezogen. So...
Aber ich merke auch, ich zeige es mal hier, hier habe ich noch ein Autobahn-Logo unten auf der Brust. Das fehlt hier natürlich, da ist die Schraube. Aber na, ich halte ihn mal so, dass man ihn gut sehen kann. So ist er verwandelt. Hier fehlt natürlich so die Waffe, die wurde so rübergelegt. Warum nicht reingesteckt, finde ich auch sehr komisch, aber Wahnsinn. So, ich teste mal, ob das, ob der auch heil ist. Ich muss mal gucken. Ja, ist auch heil. Ist auch heil. Steht auch. Wunderbar. Na, muss echt immer aufpassen, dass die Dinger entsprechend sind. So, haben wir ihn einmal verwandelt und einmal... Wahnsinn. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich zwei davon habe. Wahnsinn, was sich so alles findet. Was sich so alles findet. So, jetzt habe ich hier eine Gruppierung von Transformer drin. Die habe ich drei, mit denen dreimal. Und zwar DC Cards. Stopp weg. Stopp weg. Stopp weg, habe ich gesagt. So, der Rückenschild, der ist separat gepackt. Das ist der Anführer. Hier mit Kanone, wo man per Hebel sozusagen die Kanone. Na, kann man sehen. Geht schwer. Wie so ein Geschoss machen konnte. Ne, mittig stehen geht gar nicht so ganz. Auch eine coole Figur. Kopf und dreht sich um. Also eine Schildkröte. Das waren sozusagen Biester. Wir haben davon kein Cartoon gehabt, aber in Japan gab es eine Serie. Jetzt muss ich raten, entweder Master Force Victory oder Headmaster, in einer der Serien war das der Bösewicht Piranacon. So, das ist der Anführer. Es gab insgesamt 6 Figuren. Es hatten nur wenige Combiner 6 Figuren, die Constructicons und eben halt die Constructicons und die Seacons. Weil einer der Seacons war dann die Waffe, konnte sich in die Pistole verwandeln sozusagen. So, hier war auch nochmal ein Piranacon, Tentakill. Wie gesagt, hier und da habe ich die Namen noch drauf. Da war irgendwas mit C, keine Ahnung. Aber die habe ich mir alle damals gekauft in einem Kaufhaus in Hamburg. Briegmann hieß das. Ich habe die gesehen und habe mir gleich alle 6 gekauft. Also Wahnsinn, habe natürlich alle ausgepackt. Die Karten hatte ich euch gezeigt. Hier auch ein Rochen, auch sehr klasse. Hier konnte noch eine Waffe, die Waffe reingesteckt werden. Also das ist Wahnsinn. So, der nächste, auch einer, den ich geil finde, die Krabbe. Die ist schon den Seacards. Und von den Seacards habe ich 2 weitere Versionen. Eine Neuauflage, wo er direkt groß verwandelt ist als Hauptroboter. Der wirklich in einer Verpackung kam. Das war eine Sonderedition zum Jubiläum. Und eine Collectors Club Edition. Ich zeige die irgendwann auch mal. Ich werde die Seacards auch nochmal vorstellen dann komplett. Das wird sicherlich auch ein längeres Video. Aber dann kommen die auch zum Vorschein. Und da sind sie dann mit einer anderen Kolorierung. Denn sie sind auch in Japan anders rausgekommen. Und diese Kolorierung ist da drin. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Video. Weiter geht es. So, wo habe ich den nächsten Seacard? Da! Auch eine geile Figur. Ja, schon ein bisschen ausgeleiert. Ein Piranha. So, weiter ist der nächste. Da ist der. Ein Hai. Das darf natürlich nicht fehlen bei den Seacards. Die sind teilweise auch gut im Schuss. Sind nicht ganz so abgenutzt, die Aufkleber. Also, wenn man spielt, die Aufkleber sind natürlich auch abgenutzt dann. Die Haiflosse können wir noch mal ein bisschen zeigen. Wahnsinn. Ja, ich kann jetzt schon sagen, in diesem Video wird nur diese Box zu Ende ausgepackt. Die weiteren Boxen folgen in weiteren Videos. Also es ist viel zu viel, um alles, nur das Auspacken zu zeigen. Es ist wirklich nur Auspacken, aber es sind viele Figuren. Und ich möchte sie auch natürlich ausführlich zeigen. Und hier habe ich jetzt noch mal eine kleine Figur. Ich weiß gar nicht, zu was gehört. Das ist ein Teil, was bei den Action Masters dabei war. Hier konnte man die Kanone, ich glaube, die kann man auslösen. Es hängt da fest. Genau. Und das ist so ein kleiner Roboter. Ach, muss aufpassen.
Ich will nicht, dass die brechen. Können schnell kaputt gehen. Auch wenn man sie vielleicht ein bisschen reparieren könnte mit Schrauben und so weiter. Und hier sieht es auch schon leicht gebogen aus. So, das ist schon leicht. Man muss echt, wie gesagt, Action Master Waffe. So ein kleiner Roboter. Die konnte man dann auch so ein bisschen verwandeln. Und hier ist unten ein Nipsel. Und ich denke mal, so sollte es sein. Irgendwie. Und dann konnte man das an die Hand geben. So. Und dann konnte Action Master diese Waffe. Das waren so diese Mini-Transformers-Figuren, die dann bei den Action Master dabei waren. Wo ich ja ausführlich auch im letzten Video geredet habe, dass man das, ja, Transformers ohne Verwandlungssystem verkaufen wollte. So, das haben wir hier. Ich sehe hier sogar noch was ganz anderes aus meiner Kindheit. Oh, hast du so viele schöne Stücke. So, weiter geht's. Ich sehe hier nur einen Flügel. Der gehörte dem einen Action Master, den ich euch letztes Mal vorgestellt habe. Also habe ich auch ein paar Zusatzteile hier drin. Ja, was habe ich denn als nächstes? So. Die habe ich komplett. Also die Seekerns waren komplett. Habe ich hier nochmal ein Double Target Master, ein Betonmischer sozusagen. Auch nicht schlecht. Die Target Master sind extra, sind in meiner sozusagen Waffenkiste. Die werden irgendwann vervollständigt. Und es wird auch eine Präsentation dann speziell der einzelnen Figuren geben. So. Ich zeige gerne mal eine größere. Komm. Muss ja auch was hier bricht. Die Micromaster Base. Völlig verstaubt. Mit eine Raketenabschussbasis. Mit vier Gimmicks. Ich muss mal gucken, ob ich sie je überhaupt vollständig hatte. Das muss ich alles rausfinden, weil, wie gesagt, man viele Sachen wie diese hier, die habe ich auch gebraucht. Also die kann sich komplett in eine Kampfstation verwandeln. Kann man hier. Ich will nichts kaputt machen, weil ich nicht mehr genau weiß, wie sie zu verwandeln waren. Aber da gab es diese und dann gehörte dazu halt, das war die Rakete. Die konnte sich sozusagen in eine weitere Basis verwandeln. Diese konnte man aufklappen. Das klingt aber so komisch. Und dann waren da Fächer, wo die ganzen Micromaster mit reingefahren sind. Das war so eine der wenigen Stationen. Und ich muss sagen, wenn man das jetzt so betrachtet, ein Geräusch, hier auch ein Fach, wo eine Kanone rausguckte, und könnte man eine Figur reinsetzen, reinstellen. Ich muss aber sagen, so wirklich Zubehör für Transformers zum Spielen gab es nicht. Also es gab keine wirkliche Station. Ich weiß, es gab mal, aber nie in Deutschland, so aus Pappe kleine Stationen mit Teletron One, mit dem Computer, so ein bisschen Basenansatz. Ich habe mir selbst sowas gebaut. Ich habe mir aus dem Karton eine Garage gebaut, weil es gibt eine G1-Folge, wo die Autobots nicht nur ihre Arche hatten, also ihr abgestürztes Raumschiff, was als Basis diente, sondern ebenfalls von dem Sparkplug Wigwiggy, der hatte eine Autowerkstatt und die haben sie als Station umgebaut. Das war sozusagen getarnt, eine getarnte Station. Hatte was vielleicht von Boulder Hill, von Mask, sei dahingestellt. Aber das gab es natürlich nicht. Und ich habe mir das aus dem Karton selbst gebaut, so einen größeren Karton genommen, Trennwand, so eine Garage gebaut, so mit kleinen Kartons, die ich mit Pappe beklebt habe. Ich habe so zum Beispiel solche Medizinkartons von Medikamenten, habe ich aus dem Medizinschrank meiner Eltern geklaut, weiß Papier beklebt, Computer draus gemacht, so hingestellt, das passte, dann konnten die Figuren davor agieren und so habe ich meine Station gebaut. Ich meine, sowas gab es nicht und ich habe auch für Mesk habe ich sowas gemacht. Da hatte ich so kleine Regale, die konnte man umdrehen, da waren Computersachen eingebaut. Ich muss mal sehen, vielleicht habe ich noch ein, zwei Sachen. Ich zeige ich euch auch gerne nochmal, denn ich will auch gerne von euch mal wissen, wie sieht denn eure Sammlung aus? Habt ihr auch solche Sammlungen? Oder habt ihr eure Kindheitssachen auch so verstaut? Und wie habt ihr gespielt? Ich meine, das ist auch interessant. Manchmal, man hat ja auch als Kind improvisiert. Ich meine, nicht nur, dass man vielleicht Playmobil und Lego-Teile benutzt hat, um Stationen zu bauen. Ich habe mir auch viel aus Pappe gebaut. Also ich weiß, beim Star Wars zum Beispiel habe ich auch einige Figuren von Imperium Schlägt zurück gehabt und ich habe mir den Bagdad-Tank, das ist da, wo Luke
nachdem er vom Wampa, von diesem Schneemonster verletzt wurde, geheilt wird. Das ist der Wassertank. Den habe ich mir aus einer Schokoladendose, aus durchsichtigen Plastikdose gebastelt. Habe ich einen Computer mit so einem Aufkleber dran geklebt und dann konnte die Figur drinstehen. Oder eben halt aus Kartons habe ich mir kleine Computer gebaut für Transformers. Was habt ihr gemacht? Weil es gab nichts. Also sie haben immer diese Energon-Würfel gezeigt in den Serien, aber es gab nie welche zu kaufen. Was ich eigentlich sehr schade finde, dass nie Zubehör wirklich rausgekommen ist, so extra. Ich weiß, bei Mass gab es mal so ein bisschen Zubehör, so Action-Zubehör dann, was man ja auch nicht wirklich als zusätzliche Basen und so weiter immer bezeichnen kann, aber da gab es ein bisschen was. Aber bei Transformers nie wirklich, weil die meisten Sachen waren eben halt ja nur die Figuren, das ist so diese Hauptlinie. Klar, bei den Micromasters kann man sagen, da konnten sich dann einige Fahrzeuge in Stationen verwandeln. Das war schon ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, es ging ja immer ums Energon, es ging ja immer um diese Energiewürfel, die die Decepticons dann ja sozusagen geklaut haben, die Energie, die sie brauchten, um zu überleben. Ja, so was gab es nicht zu kaufen. Ich meine, es gibt inzwischen welche, weil irgendwelche Third-Party-Leute, also Third-Party bezeichnet man Firmen, die inoffiziell Transformers-Figuren rausbringen. Viele bringen heutzutage auch noch Upgrades raus, wie zum Beispiel Teile oder eine andere Waffe, wie sie vielleicht bei G1 war. Und die moderne Figur hat eine andere Waffe und damit das eben passt zum Klassischen her. Da gibt es eine ganze Menge, ist auch Thema für was gern was anderes. Wir wollen weiter in diese Box gucken, denn da lacht mich einiges Geniales an. Ich habe hier etwas, was nicht mit Transformers zu tun hat, aber auch ein Klassiker. Ein Original Thunderbird-Raumschiff. Es ist aber im schlechten Zustand. Der mittlere Teil, ich habe ihn, glaube ich, hier, kann man ihn rausnehmen. Ich habe ihn hier befestigt mit so einem Holzstock, der mir gleich gerade entgegenkommt, weil das fast rausfällt. Das ist von den Thunderbirds. Ja, das ist 1900. Oh, was steht hier? Made in England. Thunderbird 2, Dingy Toys. Steht noch jemand Datum drauf? Verrückt. Aber es ist auch 80er Jahre. Und hier ist eines hinten, das Triebwerk ist nicht mehr richtig. Es gab Füße, damit man den hochstellen konnte. Die sind irgendwann abgebrochen. Ich habe damit auch gespielt. Das war so eins meiner Raumschiffe. Und hier kam ein kleines Raumschiff raus. Und ihr seht, hier war so ein Holzstück, damit ich das hatte ich verklemmt. Aber auch ein absolutes klassisches Stück meiner Kindheit. Das ist abgenutzt. Aufkleber sind weg. War bestimmt mal im guten Zustand. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber das wird auch so behalten natürlich. Das ist Kindheit pur. Auch ein sehr schönes Stück. Also richtig Metall. Das ist auch echt. Wow. Und das macht ja auch Transformers teilweise aus. Einige klassische Figuren waren, diese Vintage-Sachen waren auch mit Metall und Plastik. Während heute dann nur Plastik verwendet wird. Und damals gab es auch dann Neuauflagen von klassischen Figuren, wo das Metall dann in Plastik oder mit Plastik ausgetauscht wird. Deswegen gibt es auch Unterschiede. So, ich habe hier nochmal, das ist ein Teil, was hier zur Basis gehört. Falsche Seite. Das ist, gehört hier hin. Da kann dann eine Micromaster-Figur rein. So, weiter geht es. Das gucke ich mir später an. Keine Ahnung, was das ist. So. Ach ja, kommen wir mal mit einem kleinen Highlight. Nicht im besten Schuss, weil ich ihn auch nur gebraucht gekauft hatte. Slag von den Dinobots. Ich versuche ihn jetzt gerade mal hinzustellen. Slag ist ein bisschen ausgeleiert. Aber er ist so im Endeffekt heil. Ich glaube, Waffe und so weiter habe ich nie gehabt. Und er hat den schwarzen Kopf, den ich... Kopf. Ich habe nämlich gelernt, es gibt auch eine Variation mit rotem Kopf. Und diese rotem Kopf-Version ist nur in Kanada erschienen. Also interessant. War auch ein klassischer G1. Ich muss dazu sagen, aber auch meiner war auch schon, als ich je gekauft habe, in so einem ausgeleierten, bespielten Zustand. Also so wie er jetzt aussieht, sah er schon immer aus, leider. Aber egal, ich habe ihn. Ich habe ihn. Habe ich die Dinobots überhaupt komplett, bis auf ihn hier, glaube ich, zubehörmäßig und zustandsmäßig. Ich habe Grimlock, ich habe Swoop, Sludge, Snarl. Sludge müsste ich auch noch irgendwo haben. Snarl habe ich euch beim letzten Mal gezeigt. Swoop habe ich verpackt.
Habe ich mal auch aus der Box genommen. Ich habe da eine Auflage mal irgendwann gekauft. Die habe ich im Transformers More Than Meets the Eye Video, auch hier verlinkt, wo ich über Transformers Geschichte so ein bisschen rede. Da habe ich sie auch gezeigt. So, Stitch, den stellen wir hier absolut kultig. So, was haben wir denn noch hier? Komm, nehmen wir an. Ja, Spin ist da. Ja, die können wir aufklappen. Nein. Oh, nee. Das fühlt sich so hart an, dass man Angst hat, man bricht es ab. Doppel Target Master Hubschrauber. Auch wahnsinnig klasse Figur. So, weiter geht es. Ja, hier habe ich doch noch ein paar Waffen, habe ich wohl lose reingetan. Das sind so Raketen, die waren oder gehören zu den Jets, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Also so, weiter geht es. Machen wir das. Auch einer aus einem Transformer, der in der G2-Reihe mit erschienen ist. So ein kleiner. Nee, nicht G2. Das ist Robots in Disguise gewesen. Das sind so Figuren, die da auftauchten. Ich habe hier noch einen. Die wurden auch teilweise Gobot genannt. Gobots, muss man dazu sagen, auch eine schöne Geschichte. Die Gobots waren ja eine Konkurrenzserie von Hanna-Barbera. Oder Hanna-Barbera, wie das ja eigentlich heißt. Auch Transformers-Figuren, die auch transformierende Figuren, die ja unter Maschinenrobot hier in Deutschland auch veröffentlicht wurden. Werde ich auch nochmal irgendwann was zu erzählen, weil ich habe auch sehr viele Figuren davon. Ja, und diese Figuren wurden von Bandai herausgebracht. Bandai hatte die Gobots rausgebracht und Hanna-Barbera hat irgendwann, also die auch Scooby-Doo und Co. Und Flintstones die Cartoons gemacht haben, haben die Lizenz aufgekauft und haben dann eigene Cartoonserien draus gemacht, für sich genommen auch sehr schön, und haben eben halt aus dieser Lizenz das gemacht. Diese Lizenz wurde in Amerika unter Gobots vertrieben und von Tomy, glaube ich. Bandai selbst, aber die Rechte an Gobots hat Hasbro irgendwann gekauft. Das heißt, das ist dadurch ein bisschen schwierig. Sie dürfen die Designs in Amerika benutzen und es kommen auch im Hintergrund immer mal welche vor und auch die Namen. Nur die Figurenrechte haben sie nicht. Die hat immer noch Bandai. Also es ist eine sehr interessante Geschichte bei dem Ganzen. Naja, und deswegen so eine kleine Anspielung Gobot bei dieser Figur. Die kam auch übrigens mit Pistole oder mit Waffe. Also die habe ich jetzt natürlich nicht hier. So, was haben wir denn noch Schönes? Vieles sind es nicht. Ein Sparkobot. Auch benutzt. Rauchen tut es nicht. Es kam dann Funken hinten raus. Und hier gab es ein Rädchen, Beschleunigung, und dann wurden Funken hinten rausgesprüht. Hat mal funktioniert. Ich will es lieber nicht mehr machen. Man muss beschleunigen. Es riecht auch noch so ein bisschen, weil ich eben gerade ein bisschen gedreht habe dran. Aber auch nicht schlecht. Hatten keine Waffe, konnten sich so verwandeln. Es war auch so eine Phase, wo die Waffen ein bisschen verpönt waren bei Transformers. Und da hat man dann, haben sie aus den Händen geschossen. Das war bei den Gobots nämlich schon immer der Fall. Die haben nie Waffen gehabt. Es sei denn, es waren Panzer, dann haben sie in der Verwandlungsform geschossen. Aber die hatten immer aus den Händen geschossen. Das hat irgendwann eine Zeit lang Hasbro bei Transformers übernommen, weil die Waffen waren so, wir müssen ein bisschen zurücknehmen, Waffen in Kinderzimmern, naja, und deswegen gab es auch viele Figuren ohne irgendwelche Waffen. So, weiter geht's. Hier ist auch noch ein Sparkobot. Auch sehr schick. Es gab drei Stück, drei Firecarns und drei Sparkobots. Ich weiß gar nicht, ob ich alle drei habe, das muss ich auch sehen. So, was habe ich noch Schönes? Jetzt kommen richtig knackige Highlights. Oh, ich sehe hier auch ein Trigger-Con. Ja, staubig. Sieht auch sehr gut in Schuss noch aus. Ich habe ihn auch noch einmal nicht so berauschend. Und die Waffen ausbauen. Automatisch. Auch sehr geile Figur. Wahnsinn. Oh, toll im Schuss. Toll in Schuss. So. Da, nehmen wir den. Hat sogar die Waffe drauf. Dieser Transformer, das ist ein Pretender-Roboter. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wie der Name. Aber er ist komplett mit Waffe. Ein Rhinoceros. Cool. Absolut cool.
So, die Box ist noch nicht leer und ich habe immer noch tolle, wahnsinnig tolle Figuren drin. Ich mag gar nicht rausgreifen, deswegen greife ich noch mal eine ältere, eine nicht so alte Figur raus. Ja, ein Oldtimer Transformer. Von der Figur her fand ich nicht schlecht, habe ich auch im Flohmarkt auch mal gekauft. Wir konnten, haben wir sogar das Cockpit direkt sozusagen gebaut, dass man reingucken konnte, weil die Verwandlung ist sehr simpel auch hier. Ne? Also Füße umklappen, ja, habe ich ja hier gerade getan. Das ist auch sehr locker, habe ich auch nochmal vom Flohmarkt. Na, machen wir mal, komm. Transformers. Was hat man früher? Früher haben wir mal dieses Geräusch, dieses dieses, ja, dieses Verwandeln haben wir mal nachgemacht, wenn man das hatte. Dieses. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber wahrscheinlich waren wir alle so kindisch, dass wir es gemacht haben. Konnte sich sogar bewegen, war schon sehr modern, war aber auch sehr, sehr dick, wenn man sich das anguckt. Und die Figur konnte leuchten auf eine Art. Ich weiß gar nicht, ob eine Batterie drin war. Also da ist eine Funktion mit Metall. Verliegt gerade auf eine Batterie. Also es konnte auf jeden Fall, ja, hier oben, oh, ich muss mal aufschrauben, da waren Batterien. Auch einen, wo ich, denke ich, reparieren muss, denn ich glaube, die sind ausgelaufen. Ich werde sie entfernen. Ich sehe, darunter sind noch Batterien. Die müssen raus. Die müssen raus. Aber das war so ein bisschen mit Leuchten und der hatte auch so ein Schwert in der Hand. Ob das leuchten konnte, weiß ich jetzt gar nicht, wenn man es in der Hand hielt, aber ja. Das ist halt einer, den muss ich reparieren, beziehungsweise die Batterie muss raus, die läuft aus. Das ist oder ist ausgelaufen wohl leider. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken. So, weiter geht's. Fangen wir an. Ja, komm, ein Terracon. Auch geniale Figur. Absolut klasse. Und hier haben wir einen Technobot, der Widersacher Strafe. Auch einen, den ich richtig genial empfunden habe. Auch viel mitgespielt. War auch einer meiner Führungsoffiziere bei Transformers. So. Kommen wir zu einem, der auch vom Flohmarkt mal war. Ein Competicon. Vortex. Ein bisschen ausgeleiert. Mir fehlen auch Pistole, glaube ich, und auch die Seitenkanonen, die hier hinten reingesteckt wurden. Aber er ist heil, das ist schon mal immer was. Weil ich habe gehört, da gab es einige Macken mit, der ist auch gerne kaputt gegangen, gerade wegen dem Flügel hier hinten. Und diese Arme, weil die mussten rausgezogen werden. Nämlich erst immer rausgezogen und dann umgeknickt. Dann konnte man, so hier sieht man, und dann umgeknickt. Und da sind die viel gebrochen, weil ihr seht, sehr hohl. Und deswegen alle müssen gereinigt werden. Aber ich habe ihn noch heil, das ist wunderbar. So. Ja, auch eine Figur, die bei uns exklusiv erschienen ist. Und zwar ein Rescue-Bot. Die haben nichts zu tun. Och, ich sehe gerade, dass der Aufkleber Teil vom Aufkleber sich gelöst hat, der hier wohl mal an der Seite war oder war vom anderen. Das kann ich gar nicht so sagen. Das ist der Rescue-Bot. Im Endeffekt sind die Rescue-Bots eine Gruppe gewesen von, ich glaube, 6 Transformern, die sich in einen Combiner, einen größeren Transformer verwandeln konnten. Die konnten gehörten auch, ich lasse mich lügen, zur Headmaster-Serie, sage ich jetzt mal, oder Victory oder Master Force. Einer von 3, ich muss da wirklich raten. Diese Figur ist aber abgewandelt worden. In Japan ist das, glaube ich, ein Panzer. Und wir haben hier so einen Rescue-Bot, so einen Helfer-Roboter bekommen, der eben halt hat. Das ist eine exklusive Figur und ist auch was Besonderes. Wusste ich damals auch nicht. Ist auch, wie gesagt, sehr interessant, das zu sehen. So, weiter geht es. Ja, hier haben wir G2. Und zwar ein Longhorn, müsste das sein. Ja, Longhorn, nein. Ich rate die Namen, aber egal. Einer der Constructicons in Gelb. Das ist G2-Sache. In G2 sind die in Gelb rausgekommen, wie sie auch teilweise ja, im Cartoon vorkamen, wirken sie ja mehr gelb, während die Originalfiguren grünlich waren.
Diese gelben Versionen haben nicht die Teile beinhaltet, die sie zu Devastator machen. Sie konnten sich nicht in Devastator verwandeln. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die überhaupt diese Funktion so hundertprozentig haben. Ob da nicht vielleicht noch eine Ecke anders ist. Ob wir sehen, man kann sie auseinandernehmen und drehen, was wohl auch zu Devastator dann gehört. Also ich kann hier ihn seitlich machen und ja, also ich kann ihn doch verwandeln, weil zu Devastator, das ist der obere Teil, gehört er so. Also Funktion für Devastator ist da. Aber es fehlen die Teile, um ihn in Devastator zu verwandeln. Und das, ich habe es nie verstanden, warum man die rausgebracht hat extra und oh, ich muss aufpassen. Na. Mal hoch. So, jetzt ist er richtig drin. Oder nee, die waren da unten, das ist gar nicht so einfach, aber auf jeden Fall ein großartiger Transformer. So, weiter geht es. Ja, fangen wir an. Komm, die Stunticons Motormaster. Und der Tisch ist schon wieder voll, deswegen, aber hier ist nicht mehr viel drin. Ein paar, zwei, drei Highlights, aber... Ja, ich sehe hier, ist auch noch der zweite Flügel von dem Action Master Transformer. So, aber fangen wir an. Breakdown von den Stunticons. Mein erster Stunticon. Und ich glaube, mir fehlt die Waffe, weil ich weiß ganz genau, meine Mama hat die eingesaugt. Mir ist sie runtergefallen, ich habe die Figuren gerade weggeräumt und meine Mutter, wie Eltern so sind, es muss schnell gesaugt werden und die Waffe in dem Moment fällt sie runter im Staubsauger. Ich habe den Staubsaugerbeutel so sehr auseinandergenommen, ich habe sie seltsamerweise nicht mehr gefunden. Wie dem auch sei, da fehlt mir noch die Waffe. Aber es geht weiter mit Stunticons. Wild Rider und Dead End. Na, kann man sehen. Ich habe auch nicht alle Combiner zusammen. Ich glaube, bei den Protector Buds, da habe ich zum Beispiel nicht den Haupt... Combiner. Aber ihr seht, es ist schon wieder randvoll. Und ich habe noch welche. So, der nächste. Stunticon. Dragstrip. Eingestaubt, wie er sich gehört. Der Rennwagen. Vorne mit Doppelreifen. Richtig klasse. So, Auto. Es sind zum größten Teil Autos. Hier habe ich Wheeljack. Und hier seht ihr, das ist Metall hier unten und da ist Plastik, also das ist auch deswegen leicht angelaufen, Metall läuft halt nicht an, auch ein G-Bone, aber aus der Goldbox müsste der sein, also schon eine spätere Auflage, aber es ist halt so, Transformers wurde mehrfach aufgelegt, wird bis heute noch aufgelegt, manche Figuren, nicht, und ich spreche jetzt nicht von den Neuversionen, sondern diese klassischen Versionen, wie gesagt, die Seacons. Ich habe sie in drei Versionen, die sind zu unterschiedlichen Zeiten rausgekommen. Diese Version habe ich wirklich gekauft zum Erscheinen, dann diese Club-Version und dann diese Collector's Edition. Also so ist es manchmal. So, fangen wir an. Das ist auch ein ganz geiler Sandstorm, ein Triple Changer. Habe ich auch mal gebraucht, gekauft, deswegen glaube ich auch nicht komplett. Ich glaube, mir fehlen die Waffen dazu, aber er ist heil, kann sich in einen Hubschrauber verwandeln und ein Dünenbuggy, absolut kultig. Auch eine der genialen Figuren. Hier sieht man so die Räder vom Buggy und hier sieht man auch den Buggy da unten sozusagen. Aber kultig. So, wo habe ich Platz? Da habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel. So, ja, viel Platz brauche ich nicht. Hier kommt ein Brawn. Nein, kein G-Bone. Es ist G-Bone, aber nicht G-Bone. Das ist ein Diaclone. Diaclone, werde ich auch in einem anderen Video erklären, ist die Originallinie von Transformers. Und die von Japan, die japanische Originallinie, die Hasbro ja aufgekauft hat und daraus Transformers gemacht hat. Und Diaclone ist auch in Europa erschienen, zeitgleich mit fast mit Transformers, während auch Transformers erstellt wurde. Und deswegen hat der auch ein Autobot-Logo bekommen. Denn die waren in der gleichen Fabrik. Die waren ja nicht doof. Sie haben, ja, das werde ich in dem Video erzählen über Diaclone. Aber, wie gesagt, ein Diaclone. Und der ist 1984, müsste das gewesen sein.
Hier ist Takara Japan. Und Problem ist, nicht immer stand früher ein Datum dabei. Es war einfach so. Aber es ist ein Original. Ich muss aber dazu sagen, auch damals, ich wusste das früher nicht. Als Diaclone rauskam, dachte ich, das wären Knockoffs. Weil wir hatten auch Knockoffs im deutschen Spielzeugleben. Deswegen. So, den stelle ich mal dahin. Und hier eins meiner Schmuckstücke, Powerglide. So, nochmal die. Ein G1 Powerglide. Herrlich. Das ist wirklich Kindheit. Einer meiner ersten Transformer. Also neben Beachcomber, der ist nicht dabei, den habe ich auf dem Regal stehen. Powerglide und Seaspray. Auch Seaspray, das Luftkissenboot, habe ich auch auf dem Regal stehen. Das sind so die ersten Figuren, die ich hatte. Ich habe es bei den Blistern, als ich sie gezeigt habe, das war noch MB. Das heißt, die erste Auflage, wo Milton Bradley Hasbro vertreten hat in Europa. Da waren nicht viele rausgekommen. Und das habe ich von damals. Und da steht hier ein Datum 84. Takara, Japan 84. Das ist ein absolut... Wow. Das ist Gänsehaut, wenn ich den mir so betrachte. Aber ich habe auch zwei Gänsehautfiguren hier drin. Es sind zwei Figuren und ein Zubehörteil. So. Erstmal die große Gänsehautfigur. Kennt ihr den? Metroplex. Er ist natürlich jetzt nicht vollständig, weil ich die Zusatzteile woanders gepackt habe. Und ein bisschen zusammenstecken musste man. Fäuste fehlen. Und Kanonen und Raketen und was nicht alles. Hier zum Beispiel auch die Antenne, die zweite, die ist extra. Hat wegen der, mit der Verwandlung zu tun, Fäuste fehlen, aber Wahnsinn. Können wir aufklappen, hier können wir einen Transformer reinstellen, habe ich einen, der passt. Ja, so ein G1 Brawn passt da rein. Da könnte dann später so eine Rampe, dann kann er da runterfahren. Also absolut genial. Und er hat natürlich auch so ein paar Bonus-Features gehabt. Hier konntest du, das musste hochgeklappt werden. Und dann Kanonen. Und auch hier umgeklappt eine Raketenbasis. Und so war er dann. Ja, und hier konnte man hinten die Figur sozusagen mit rausschleudern. Hier ist so ein kleiner Haken drin, wo er dann rausgeschleudert wurde. Also, Metroplex absolut kultig. Ist eine, kann sich als Fahrzeug, der hat ja Räder, kommt sich als so fahrende Battlestation und war eben halt eine große Station. Und wer Five Faces of Darkness, den großen Fünfteiler, der die dritte Season von Transformers G1 einläutete, gesehen hat, da wurde er aktiviert und sein Widersacher war Triptychon. Und ja, Retro-Krempel, ich habe ihn nicht. Triptychon hast du. Wie dem auch sei, so, wo stelle ich den hin? Der gehört einen richtig guten Platz. Ja, komm, dann was muss ich hier hinten. Und dann kommt der dahin. Viel zu viel. So, und jetzt habe ich noch eine geile Figur. Und damit enden wir auch fast gleich das Video. Nein! Oh, Dinobot ist runtergefallen. Nicht gut. Viel zu eng, viel zu viel Figuren. Setz live, setz Video. So, aber er ist heil geblieben. So, dann seht ihr mal, es ist nicht einfach, so viele Figuren zu transportieren. Und ich habe noch mehr Kartons. Wie gesagt, Roadbuster. Original G1 Side. 84-85. Ich habe ihn meiner Meinung nach vollständig. Die Teile sind alle extra. Der kam nie in den Serien vor. Hier mit so angedeuteter Waffe, die war aber separat. Also die konnte man nicht abnehmen zum Kämpfen. Aufkleber waren damals durchsichtig bei dieser Figur. Das lag daran, dass die Vorlage ja nicht, also hier, das musste ich nach hinten schieben, so, auch etwas, das sehr gern bricht. Stuhl konnte man, warte mal, ein bisschen, es fehlen ein paar Teile, aber den werde ich irgendwann auch nochmal vorstellen. So, jetzt haben wir ein Cockpit. Einfach ein Kult, ja, ein kultiger Charakter. Wahnsinn. Also, der war leider nicht lizenziert, weil der von, gehörte zu einer anderen Serie. Die Rechte waren bei Takatoku. Eine Serie, irgendwas mit Dorvac. Ich habe es ja kurz in diesem einen Video damals erklärt. Es lief nicht so, wie sich das Hasbro vorgestellt hat, denn das sollte einer der Hauptfiguren aus der Transformers-Serie sein.
Hier steht ja auch, ach, hier hat sogar Bandai. Bandai hatte die Rechte, nicht Takatoko. Dann war es Bandai. Takatoko war was anderes. Aber Bandai hatte hier die Rechte. Ashi Production ist die Firma und ja. Aber es kam nicht. Es kam genauso wie bei Jetfire. Ein absolutes Kultfahrzeug. Mega genial. Und ihr seht, der Tisch ist randvoll. Ich muss wirklich hier gucken. Und ich werde auch gleich wieder einen Schwenk machen zum Ende. Und ich habe jetzt hier noch eine kleine Tüte mit Zubehörteilen. Und ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wozu die gehören. Hier ist ein Transformer, wo ein Arm abgefallen ist. Eine Waffe. Ich glaube, ich weiß. Ich habe mal einen Knock-Off gehabt zu Scorponok. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe das gezeigt. Scorponok hier, Knock-Off. Da steht Scorponok. Das ist eine Kopie. Das ist wirklich eine echte Kopie. Und das sind die Ersatzteile. Ja, interessant, dass ich die habe. Keine Ahnung. Hier sind alles einzeln drin. Ich habe die Figur mal weggegeben, weil mich die nicht interessiert hat. Also davon habe ich noch Ersatzteile. Ach, wie dem auch sei. Enden wir hier das Video. Der Karton ist diesmal jetzt leer. Das heißt, die nächsten Kartons werden anstehen. Gleich kommt noch mal ein schöner Schwenk über die Figuren, damit ihr sie noch mal sehen kann. Detailberichte werden folgen. Ups, Entschuldigung. Man redet so viel, dass man nur noch nicht mehr atmet und dann aufstoßen muss. Aber that's live. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ihren Spaß. Ihr habt mit mir diese kleine Reise in die Vergangenheit mit großer Erklärung am Anfang, wie über die Welt von Transformers. Und ja, Einzelvideos irgendwann werden folgen, stückchenweise, denn es ist viel zu viel, um alles würdig auch zu präsentieren. Ja, also, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mit mir die Reise unternommen habt. Hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Ansonsten, wir sehen uns. Bis bald. Hinterlasst ein Abo, ein Like und kommentiert. Sagt mir, was ihr davon haltet, wie ihr eure Sammlung ja, betrachtet. Ach, das redet, sagt mir einfach all eure Gedanken und ja, das war's. Wir sehen uns.